Hey Freunde, willkommen zum nächsten Command in den Vanilla Permissions. Und ja, wenn wir mal auf die Liste schauen, dann ist das der Slash Difficulty Command. So, bitte seid mir jetzt nicht böse, ich überprüfe mal. Ja, nimmt richtig auf, super. Und ja. Mir ist übrigens aufgefallen, ich hatte letzte Folge gar nicht erklärt, warum ich nicht meinen zweiten Account dabei hatte, weil das habe ich ja eigentlich angekündigt. Aber das Ding ist, wenn ich noch einen zweiten Minecraft hier offen habe, dann funktioniert das hier leider mit dem Aufnehmen nicht so gut. Und ich habe das aber ohne Aufnahme getestet, den Slash Clear Command. Und ja, der funktioniert auch bei anderen Spielern super. Entschuldigung. So, heute kommt, wie gesagt, der Difficulty Command. So, und die Aufnahme läuft gerade eine Minute und mein Ziel ist es eigentlich, das in unter 5 Minuten zu schaffen. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber lasst es uns probieren. So, dafür brauchen wir natürlich die Difficulty Function. Cool. Diffie. Ja, gut, so schaffe ich das natürlich nicht in 5 Minuten, wenn ich mich die ganze Zeit so krass verschreibe. So. Jetzt geht's hier weiter. Execute as. Dann kopiere ich mir das hier einfach mal. Hier ist der Score jetzt logischerweise. Difficulty. Und die Function heißt dann auch Difficulty. Difficulty. So. Hier haben wir die Function jetzt auch schon geöffnet. Und hier können wir einfach mal kurz speichern. So, und das Ganze. Ja, hier können wir eigentlich aus dem Default Game Mode von gestern, falls ihr euch da noch dran erinnert, alles rauskopieren und das Ganze eigentlich einfach nur ein bisschen abändern. Da muss ich kurz gucken. Difficulty, genau. Dann machen wir hier einfach. Difficulty peaceful. Wenn es 1 ist, dann ja, kopieren wir das hier. Dann ist das Difficulty easy. Wenn der Score auf 2 steht, ist das Difficulty normal. Und wenn er auf 3 steht, ist es Difficulty hard. Dann resetten wir Difficulty und enablen uns das Ganze wieder und dann ja, müssen wir hier quasi das hier dasselbe machen, indem wir Difficulty ja eben enablen und auch auf minus 1 setzen, damit nicht wie gestern so eine Katastrophe, ja, so eine Endlosschleife entsteht. So. Ach so, Moment, weil enable muss der Tag natürlich auch Difficulty heißen. Und hier auch. So, das Ganze speichern wir und gehen. Wir sind bei 4 Minuten, wir können es schaffen. Wir gehen zurück in die Minecraft-Aufnahme. So, wir geben ein Slash Reload. Dann gebe ich mir den Tag Difficulty und theoretisch, ich weiß nicht, ob ich das hier sehen könnte. Ich gebe einfach jetzt mal ein. Ach so, scheiße, nein, ich muss erst noch die Function enable kurz einmal anmachen. Und jetzt müsste ich auch bei Trigger, ich habe Difficulty nicht. Ach schade, dann wird das leider nichts mit den unter 5 Minuten. Ach, ich habe das Scoreboard nicht erstellt. Wir sind bei. Ja, wir sind bei 4 Minuten 45, okay. Scoreboard Objectives add. Difficulty. Das ist ein Trigger. So.
das Ganze. Da gehe ich jetzt dann doch noch mal kurz in die Bildschirmaufnahme. Die ist natürlich wieder falsch eingestellt. So. Trotzdem, das Ganze muss natürlich jetzt auch noch in die Load.mc-Function. So, geben wir ein slash reload und gehen währenddessen zurück in die Minecraft-Aufnahme. So, jetzt müssten wir nochmal die Enable-Function machen und jetzt müssten wir Difficulty triggern können, genau. Und wenn wir jetzt Difficulty Set 2 zum Beispiel machen, ja, okay, Normal haben wir jetzt, machen wir Set 1. Das überall kann es sein, dass sich das hier nicht übernimmt. Warte mal. Difficulty. Doch, das übernimmt sich. Das heißt, hier stimmt doch was nicht, oder? Wir gehen nochmal in die Bildschirmaufnahme. So, Difficulty. Run Difficulty. Doch, das müsste stimmen. Difficulty peaceful, easy, normal, hard. Kann man über Execute überhaupt Difficulty machen? Oder habe ich hier. Ja, lol. Ich habe hier noch Default Game Mode stehen, okay. So. Jetzt sollte es aber endgültig funktionieren. Ab zurück in die Minecraft-Aufnahme. Reload und slash Trigger können wir schon mal vorbereiten und warten, bis es fertig ist mit Reloaden. So, Trigger Difficulty Set 1 ist auf Easy, Set 3 es ist auf Hard, Set 0 es ist auf Peaceful. So, das können also jetzt Leute machen, den ihr die Difficulty Permission gebt, das heißt, den ihr den Difficulty Tag gebt. Und ja, dann war das leider nichts mit den unter 5 Minuten, aber die Folge ist jetzt genau 8 Minuten lang und deswegen würde ich sagen, haut rein und ciao.